Damit einen wunderschönen guten Abend. Wir kommen heute zu Criticom. Wieder ein Kampfspiel, was entweder im November 1995 in Europa released wurde oder im März 1996. Da gibt es auf Wikipedia irgendwie zwei Aussagen. Wir werden das Ganze einfach mal anzocken. Gucken uns die Optionen hier mal in Kürze an. Was haben wir hier? Ein Timer haben wir hier. Musik, Volume, Buttons. So, wir haben hier Special 1, Special 2. Und zwar gibt es hier irgendwie zwei Klassen, die gegeneinander kämpfen. Also, nee, zwei Rassen irgendwie. Und wir gehen einfach mal auf Go und werden uns das Ganze mal anschauen. Okay. So, wir können uns jetzt hier irgendwas auswählen. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den, der sieht freundlich aus und ja. Achso, ja, und man kann es zu zweit spielen, das könnten wir uns auch mal anschauen. Ich bin mal gespannt, Kampfspiele. Ah, vielleicht kommt hier so eine Story rein. His king sent him on a noble mission to retrieve the relic in hopes of saving their dying race. Okay, reicht auch. Das sieht cool aus. Das ist cool gemacht. So, ich bin mal gespannt. Also Kampfspiele, ich tue mich ja immer ein bisschen schwer, aber ich gebe mein Bestes. Krass. Okay. Alles klar. Ja, super. Kann ich hier irgendwas machen? Alles klar, so zack und umdrehen. Dreh dich. Ja, sehr gut. Und Waffen haben sie ja anscheinend auch. So. Okay, und es gibt hier keine Runden wohl. Entweder die. Du hast kein Leben mehr oder du fliegst runter, so von dem her. Krass. Finde ich auch schön, dass du es immer so einsteigerfreundlich hier hast. Achso, du hast da irgendwie so ein Teil oben. Einen so ein Kreis, keine Ahnung, Pokéball oder sonst was. Okay. So, und ich bin runtergefallen und er hat damit gewonnen. Super. Continue. Drücken wir Start. Finde ich auch schön, dass die mir den Anfang so einfach machen. Vollkommen fair. So, also mein Ziel ist es eigentlich, ihn runterzuschmeißen. Schön, dass er hier alles so geblockt bekommt. Und ich komme halt hier auch nicht hoch. Okay, das wird zu zweit definitiv lustiger sein. Okay. Ah, mach doch. Das ist so fair. Wie gesagt, das ist das erste Spiel. Come on.
Oh yeah. So. Kann ich hier irgendwas anders machen? Das ist schlagen. Das ist treten. Das funktioniert ganz gut. Das funktioniert echt ganz gut. Und jetzt fliege ich runter? Ne. Wie dreht er sich weg auf... Keine Ahnung. Ich kann ihn hier anscheinend auch festhalten. Keine Ahnung, wie ich mich gerade gedreht habe. Schön ist auch, dass der alles blocken kann, was ich mache. Okay, das war so ein Lufttritt. Grafik sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht die Grafik, die Zeit läuft jetzt einfach ab und dann habe ich auch verloren. So. Habe ich eben geblockt, aber wie? Das ist Tritt, das ist das. Jetzt, dreh dich doch um. Klar. Das wäre vielleicht eine Taktik, ihn versuchen da so an den Rand zu locken und dann einfach runterzuschmeißen. So, Spiel hat sich aufgehangen, was ich auch ganz gut so finde. So, wir sind wieder da und wählen jetzt hier mal einen anderen Spieler. Was mir ja zum Anfang empfohlen oder als erstes angezeigt wurde, war dieses hier. Genau, spielen wir gegen sie. Können wir jetzt das Intro überspringen? Ich hoffe schon. Naja, gut. Wir müssen die ja nur fertig machen. Das sieht so richtig schön nach 90ern aus. Ich bin mal gespannt. Sieht schon mal cool aus. Das scheint mir schon mal ein bisschen schneller so vom Spiel. Kann die wieder aufstehen so bitte? Krass auch. Mit was für eine Schwierigkeit die einfach rangehen. Okay, so gut war ich mit dem anderen tatsächlich nicht. Okay, krass. Schlag doch einfach zu. Und wie habe ich das Ganze jetzt geblockt? Aber ich weiß auch nicht wie. Warum denn die ganzen geilen PlayStation 1 Rollenspiele? So, das war so ziemlich das. Steht's auf? Geil.
würde sagen, wir probieren das Ganze einfach mal nochmal. Sobald die mich einmal am Boden hat, naja, schwierig. Okay, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber cool. Drückt er was? Also macht er was, wenn ich drücke? Das aus, sie kriegt einfach alles geblockt. Ich drücke jetzt einfach wieder alles. Hat bei den anderen Spielen ganz gut funktioniert. Komm, schmeiß er runter. So, Schnauze voll, keine Ahnung, ist mir echt zu hart, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall nochmal zu zweit spielen, da werden wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer angucken, aber ich habe hier halt echt komplett gar keine Chance, egal was ich mache, da muss ich wahrscheinlich 2-3 Stunden üben, bevor ich überhaupt mal so den ersten Kampf irgendwie fertig machen kann. Das ist echt irgendwie verdammt hart. So von der Grafik, vom Spielgefühl ist es ganz angenehm, bloß für mich ist der Gegner einfach mal viel zu schwer. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir gucken uns ja so alle PlayStation 1 Spiele mal ein bisschen so an, so ein bisschen auch chronologisch. Und ja, diese Kampfspiele, vielleicht wäre ich damit noch warm, aber das war jetzt auf jeden Fall nicht die Erfahrung, die ich mir erhofft habe. Ja. Bedanke mich fürs Ansehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.